damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It's Siege Time. Ja, es ist mal wieder Siege Time und wie ihr seht, wir kämpfen hier jetzt sofort und gleich. YouTube, unsere erste Gilde, kämpft gegen We Are Fire um den Einzug in die Top 100 und We Are Fire, wie ihr sehen könnt, also das Feuer werden wir mit aller Macht ausblasen. So, die kriegen die Lämpchen ausgepustet von uns. So, also wir kämpfen jetzt hier, ich kämpfe jetzt gegen Robbie. Wir schauen mal, mit was er kommt, mit einem Klaus Heißler. Ja, dann lassen wir anfangen jetzt hier mit einem Irak Lobster. Dann gucken wir mal. Das ist... So, jetzt habe ich hier natürlich einen Peter mit am Start. Shrimp Dress ist auch cool. Mal gucken, wo wir jetzt was runterkrippeln. Ob wir es jetzt hier bei dem Straßenräuber Bender runterkrippeln oder da beim Meerschwein. Bob. Und dann kann ich hier hinten mit dem Shrimp Dress kann ich jetzt richtig Rabatz gleich machen. Da ist jetzt, da bleibt jetzt kein Stein mehr auf dem anderen. Dr. Bobenstein macht jetzt seine üble Arbeit und dann ist das Thema durch. Das ist gelaufen. Fertig. Feierabend. Goodbye, my friend. Robbie. Goodbye. So, so wie das aussieht, hat noch nicht mal eine Karte momentan Schaden. Ja. So. Das wäre sogar eine glatte 100, glaube ich, geworden. Ja. Also in einem Rumble-Match. Ja, wir werden dann 4 Inseln, also ich vermute, dass wir 4 Inseln down haben werden gegen Ende des Matches. Die, so wie es aussieht, 0. Door, Missile, We Are Fire. Das wäre jetzt das zweite Mal in Folge, dass unsere gegnerische Gilde keine einzige Insel down kriegt. Das haben die im letzten Siege auch nicht geschafft. Leider konnte ich das nicht aufnehmen. So, Peter. So viel Schaden machst du nicht, dass das Ganze hier in irgendeiner Form für mich gefährlich werden kann. Sowieso rum. Dormissel. Vorne schlimme Tina. Hol's ja schon. So, ich bin immer konzentriert auf die hinteren Karten und dann checke ich manchmal nicht, dass ich bereits vorne gewonnen habe. So, noch 8 Matches offen. We Are Fire ist unser Gegner. Und We Are the Water. Was ist das denn schon wieder? So. Ja, komm, wir fangen mit dem Shrimp Dress an, da ist eigentlich schon fast egal, mit was wir da rangehen. Das wäre natürlich eine Sache. Honigbart, die Stewie ist natürlich mega sensationell geil, ne? So. Ja, gibt so ein schönes Zitat von Bruce Lee. Das könnt ihr euch gerne mal. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Also wenn ich jetzt hier sage, die sind We Are Fire und wir sind Water. So ein geiles Zitat von Bruce Lee, wo er sagt, you must be shapeless, formless,
like water. When you pour water in a cup, it becomes the cup. When you pour water in a bottle, it becomes the bottle. When you pour water in a teapot, it becomes the teapot. Water can drip, and it can crash. Become like water, my friend. Ja, also letzten Endes Wasser, wenn du Wasser in irgendwas reinfüllst, in eine Tasse zum Beispiel, dann nimmt es die Form an von der Tasse. Wenn du das Wasser in eine Flasche füllst, dann bekommt das die Form der Flasche. Wenn du Wasser in einen Teekessel reinfüllst, dann bekommt es die Form des Teekessels. Wasser kann mit den Tropfen zerstören, ja. Also, sei wie Wasser, mein Freund. Das ist so ein geiles Ding. Also von Bruce Lee. Früher habe ich die Sachen von dem unheimlich gerne gesehen. Ja, kommen wir zurück hier gegen Blood Poison. Bin ich kurz mal ein bisschen abgeschweift. Habe jetzt die ganze Zeit Bruce Lee gerade in der Birne. Sensationeller Mensch gewesen. Unfassbar. Ja, noch 6 Matches offen. Und das sieht nach einer glatten Zerstörung aus. We are water, my friend. Also, gehen wir zurück. Ponda 11, we are fire, we are water. Und Opernsängerin Lena Susan Boyle wäre eine Möglichkeit. Wir könnten noch mit Tuning Fork anfangen. Das werde ich auch tun. Ich werde jetzt hier mit Tuning Fork richtig rangehen an die Geschichte. Und dann ist das Ding auch eigentlich relativ schnell durch. Da kommt er mit einer Blurns Ball und mit einer Snow Rocket. Ich spiele dagegen jetzt eine Lila. Und ein Bender. Und mit dem Bender werde ich jetzt heilen. Das heißt, meine Lila kriegt jetzt ziemlich viele Leben wieder zurück. So. Und damit ist das Ding gelaufen gegen Ponda 11. Be water, my friend. Ja, das sieht stark danach aus, als würde diese vierte Insel auch noch down gehen. Ich glaube, da wird zum Schluss nichts mehr übrig bleiben von. Gegen Dormizzle. So, wir könnten jetzt hier mit Tom Landry. Ist jetzt gerade nicht so einfach. Ich weiß nicht. Gut. Jetzt geht diese Scheiße wieder los. Ach Gott, Kines, Leute. Wie viele Supportkarten wollt ihr mir jetzt noch hier unterjubeln? Jetzt. Ja, toll. Jetzt kommt das hier, ne? Jetzt kommt das. Das ist natürlich die Frage, was soll ich tun, ne? Der hat ein 10er Schild da oben, das ist aber scheißegal. Das 10er Schild ist gleich am Arsch. Da komme ich nämlich jetzt ganz gewaltig durchgeballert. Hier vorne, den lasse ich jetzt mal da vorne. Diesen Beer Funnel Peter, da werde ich sowieso nicht so schnell dagegen vorgehen können. Deswegen, jetzt bin ich aber durch mit meiner schlimmen Tina. Und das Ding ist gelaufen. Kam jetzt zur rechten Zeit, die Tina. Viel länger hätte sie jetzt nicht brauchen dürfen. So. Die Wahrscheinlichkeit war halt jetzt einfach ziemlich hoch gewesen. Mit Tom Landry Middle School, da kann ich mit dem Peter, da kann ich mit dem Bender, da kann ich mit der Tina was anfangen. Ja, unter Umständen mit der Louise, auch von mir aus mit dem Bobby. Ja, es war jetzt nicht gerade das Beste beim Bobby, der Longhorn Bobby müsste das sein, aber es ist immerhin, sage ich mal, man kann was mit anfangen, ja.
So, ich fange jetzt mit dem Bob an. Und dann gehen wir gleich hart ran hier mit dem Home Ec Teacher. Da wird jetzt gleich, werden beide Karten werden angegriffen. Einmal der Peter und einmal der Stewie. Wegen Punch und wegen der Bombe. So, jetzt hätten wir hier den Doghouse Bobby zur Wahl. Wir könnten auch hier Nachrichten. Komm, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt mal hier die Nachrichten. News Anchor Tina. Als nächstes werde ich dann hier nebendran den Peter mit dem Iraq. Es ist sowieso gelaufen. Es ist eh gelaufen. Jetzt hat die so viel auch Angriff. Guck mal, jetzt haben wir schon 37 Angriff. Das Ding ist durch. So. Wie viele haben wir denn jetzt noch offen? Be water, my friend. Sechstausendachthundertfünfundachtzig. So, dies Nuts 247. Die Louise ist am Start. More Forever Opernsängerin oder Panflöten Stewie. Ja, und egal, was ich da jetzt nehme, ich fange jetzt erstmal mit Stewie an und dann schauen wir mal erstmal. Wir gucken erstmal, was er kommt mit Fahrtschool Louise. Das ist natürlich jetzt. Die ist natürlich nicht wirklich toll, ne? Bedeutet, ich werde jetzt hier wirklich den Panflöten Stewie mit viel, viel Blutsauger ins Rennen werfen. Also jetzt sind wir erstmal hier durch. Da sind wir jetzt erstmal durch. Jetzt sollte ich mal mit dem Heilen anfangen, weil sonst habe ich echt noch ein Problem. Ja, jetzt ist das Ding gelaufen. Jetzt kommt noch der Furzkurs mit ins Spiel und dann ist das Ding durch. So, gegen dies Nuts gewonnen. So, wie viele haben wir jetzt noch? Wir haben noch zwei Matches offen. Dann schauen wir uns mal aktuell an, wie es aussieht. Also ja, die tun mir schon ein bisschen leid. We are fire klingt natürlich mega brutal, aber ja. Oftmals sind gerade solche unheilbringende Namen nicht wirklich sehr, sehr krass. Also. Karatest du, also wir fangen jetzt mal mit der Snot Rocket an, ne? Weil wir haben jetzt immer gesehen, ich kann theoretisch hier mit dem Class Banker spielen, ich kann aber auch jetzt hier mit dem Karatest du hier rangehen und das werde ich auch machen und da habe ich dann gleich schon mal relativ viel Punch und noch gleichzeitig berauscht. Und da bin ich auch schon durch. Und wie man unschwer erkennen kann, ist dieses Match in der Regel jetzt eigentlich schon gelaufen. Ich kann jetzt hier nochmal zum Heilen den Baum spielen, macht aber nichts da vorne. Der Karate-Stewie hat schon 80 Angriff und damit ist Josh besiegt. So, jetzt haben wir noch ein einziges Match offen. Dann sind wir auch hier durch. Ja, sieht gut aus. 29, gleich haben wir noch 28. 28 auf der Insel gegen Jo Jailin. So, jetzt hat die natürlich mit der, also die Flügelmutter Lila ist natürlich, also ist das mal so. Guck mal, ein Elva Ricky Spanish. Was sagt mir eigentlich ein Elva Ricky Spanish? Das sagt mir, das ist normalerweise jemand, der hier eigentlich reinpayen sollte. Vermute ich, weil den Ricky Spanish kriegst du nicht einfach so. Und auf Stufe 11 schon gar nicht. So, und dann kommt er mit Flügelmutter Lila. Und jetzt Liegestützen. Das war jemand gewesen, der hatte vorher, war der auf die Sportinsel eingestellt und jetzt ist er hier auf Kostüm gewechselt, hat aber seine eigenen Karten nicht mehr geändert. Und eine einfache Flügelmutter Lila ist tatsächlich für die Füße.
Das heißt, dass guck, Blurns Ball, die nächste Sportkarte, noch eine Blurns Ball, die nächste Sportkarte. Das Joe Jaylene war auf der Sportinsel und ist dann rüber gewechselt zu Kostüm und hat sein Deck nicht gewechselt. Dann würde ich mal sagen, Pech, weil mit den ganzen Sportkarten kannst du da nichts reißen. So. Ja, dann schauen wir doch einfach mal hier rein. 29 haben bis jetzt von denen gekämpft. Nur mal, ob wir irgendwie Dor Missile, gegen den habe ich ein paar Mal gekämpft hier. Josh war auch auf der Insel. 91, guck dir das an. Naja, stärkste von denen scheinbar. So, dann schauen wir bei uns rein, wie es da aussieht. Ich glaube, ui, Ulrike mit einer 100, Enska 100, Topdas 100, Thomas Cookie 100, Kings 100, Abdem 100, Tularis 100, Spider 100, Cuddly 100, Flower Power, ein neues Mitglied bei uns, 100, Der Pate 100, Manubaya 100, Nutty Nate 100, Mimo 100, Ich 100, Runowski 100, Dennis 100, Krankus 100, Oliver, auch ein neues Mitglied bei uns, 100. The King 100, Henny 100, Alessio 100, Michael 100, Tipicolada 100, A 100, Junkhead 100, Bounty 100, Brownie 100, Chris 91, Exame 91, Manuel K 91, Gecko Moria, Gamer Guy, Sean G, Eat Fresh Food, Lord Ado jeweils 91. Stromi, Sonja jeweils 82, Homer J 80, SQW, SWQ 73, auch ein neues Mitglied. Dietronics 60, Burger Boy 10. Das heißt, wir haben jetzt schon hier 42 Aktive. Der Rest wird wahrscheinlich auch noch nachziehen. Schauen wir mal. Gucken wir mal, wie es ausgehen wird. Ja, wenn es euch, also was heißt, wie es ausgehen wird, das sehen wir ja hier schon ziemlich eindeutig. Aber ich denke mal, mit den restlichen 8 Mitgliedern kriegen wir ganz locker da noch diese 28 Pünktchen down. Dann haben wir 4 Inseln geschafft. Gegen We Are Fire ziehen in die Top 100 ein und das wird ein wunderschöner Montagabend. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Ich freue mich auf euch. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.